Seine Karriere als Serieneinbrecher hat mein Mandant längst hinter sich gelassen. Jetzt soll er erneut einen Einbruch begangen haben. Mein Name ist Stefan Lukas. Ich werde herausfinden, ob mein Mandant tatsächlich wieder straffällig geworden ist oder ob jemand sein typisches Vorgehen dreist kopiert. Und? Warst du's? Bist du in das Haus eingestiegen und hast geklaut? Musst du jetzt ins Gefängnis, Patrick? Ich pack jetzt meine Sachen und zieh mit Leon aus. Verdammt, verdammt! Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und ein Apfel dazu. Und auspusten! Ja, alle auf einmal! Alles, alles Gute, mein kleiner Schatz. Na, Leon ist doch gar kein Kleiner mehr. Mit 6 gehört man zu den Großen. Und deswegen habe ich dir auch ein großartiges Geschenk mitgebracht. Weißt du, was das ist? Nein, aber es ist doch ganz klein. Das ist ein Mini-Mini-Eiffelturm. Der echte steht in Paris und ist riesengroß. Und da fahren wir hin. Die Tickets habe ich schon. Nach Paris? Ja, da gibt's nicht nur olle Eisentürme, da gibt's auch einen Vergnügungspark. Der ist wie die Kirmes, nur 100-mal größer und toller. Hast du Lust? Au ja, cool, da will ich hin. Die Oma, das ist die Oma. Also nach Paris ist doch schrecklich teuer. Wie hast du das nur bezahlt? Ich habe gespart. Außerdem für dich und Leon nur das Beste. Womit haben wir dich nur verdient? Einen besseren Vater als dich hätte ich für Leon niemals finden können. Ich liebe ihn, als wäre er mein eigener Sohn. Guten Tag, Kriminalhauptkommissar Neb. Sind Sie Patrick Rossner? Ja, worum geht es? Wir würden Sie gerne vernehmen, und zwar im Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl, der gestern Nacht verübt wurde. Ja, wie kommen Sie da auf meinen Mann? Der hat damit doch nichts zu tun. Die Tat trägt aber seine Handschrift. Und für diese Art von Einbrüchen war er bereits im Gefängnis. Aber das wissen Sie ja sicher. Nein. Patrick, stimmt das? Warst du schon mal im Gefängnis? Musst du jetzt ins Gefängnis, Patrick? Nein, natürlich nicht. Da müssen nur die Verbrecher hin. Ich bin unschuldig. Ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Aber nicht von meiner Familie. Ich komme mit aufs Revier. Ganz wie Sie meinen. Ich schwöre dir, ich bin unschuldig. Bitte ruf meinen Anwalt an, er heißt Stefan Lukas. Ich komme. Hallo, Frau Rossner. Was will denn die Polizei von Ihrem Mann? Der soll der Polizei bei irgendeiner Ermittlung helfen. Was für eine Ermittlung ist das denn? Keine Ahnung. Einbruch oder sowas. Einbruch? So, so. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ah, hallo, Kirstin. Ach komm, pass halt auf, Mensch. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dein Spielzeug nicht überall rumliegen lassen. Ist kein Spielzeug, schau mal, das ach, ist die Originalgetreu. Verschon mich mit deinen langweiligen Erklärungen. Aber stell dir vor, die Polizei hat gerade den Rossner mitgenommen. Wieso das denn? Na, verhaftet haben die den. Seine Frau hat zwar noch irgendwas erzählt, dass er bei Ermittlungen hilft, aber die hat gelogen, das hab ich ihr angesehen. Und du rufst jetzt den Horst an. Horst? Wieso soll ich denn jetzt den Horst anrufen? Oh, bist du wieder schwer vom Begriff. Der Horst ist doch bei der Polizei. Und ich will wissen, was da drüben los ist. Also, die Angelegenheiten der Nachbarn, die gehen uns doch gar nichts an. Oh, das ist wieder typisch. Ja, und vielleicht hat ja die Frau Rossner auch gar nicht gelogen. Der Patrick scheint doch ein ganz anständiger Kerl zu sein. Du Schlappschwanz, Hauptsache, dass du deine Ruhe hast und hier spielen kannst. Ich hasse den jetzt. Und was, wenn das ein gemeiner Mörder ist? Du rufst jetzt den Horst an, sofort. Gut.
Danke, Herr Lukas, dass Sie so schnell gekommen sind. Sonst hätte der Kommissar mich gleich eingebuchtet. Der hat sich voll auf mich eingeschossen. Der glaubt echt, dass ich der Einbrecher bin. Ganz ehrlich gesagt, man kann es ihm ja fast nicht verdenken. Nur weil ich vor 3 Jahren erwischt wurde und dafür habe ich meine Strafe abgesessen. Das ist ja nicht nur die Vorstrafe. Der Einbruch hat stattgefunden in einem Nachbarviertel. Und es wurde antiker Schmuck gestohlen. Und darauf waren Sie nun mal spezialisiert. Das war einmal. Das ist jetzt vorbei. Na ja, und dann noch die Signatur am Tatort. Schön am Spiegel geschrieben, mit Lippenstift. Danke. Halten Sie mich für so bescheuert, dass ich eine alte, dämliche Lippenstiftunterschrift auf einen Spiegel setze? Das wäre bekloppt. Bitte, setzt Danke. Euch. Also, ich hab's ja auch nicht glauben wollen. Aber so wie es aussieht, hat der Herr Rossner wieder einen Einbruch begangen. Nee, im Ernst? Ja. Also, ich würde euch raten, Fenster und Türen gut abzuschließen. Sonst seid ihr eure Wertsachen auch bald los. Meinst du wirklich? Ja, natürlich. Der Mann ist ein Verbrecher. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. Der war ja sogar im Gefängnis. Ja, aber es ist noch gar nicht bewiesen, dass er es war. Ach, du wieder. Der Horst hat doch gesagt, dass genau nach der Vorgehensweise vom Herrn Rossner eingebrochen worden ist. Und der muss es wissen. Dabei war das hier immer so eine angenehme, sichere Nachbarschaft. Genau. Und das soll es ja eben auch bleiben. Wir müssen uns nicht alles bieten lassen. Nee, ganz sicher nicht. Aber was können wir gegen den Herrn Rossner unternehmen? Also, ich werde mich jetzt einfach erkundigen und erstmal alle Nachbarn informieren. Ich war's nicht. Die 1,5 Jahre Gefängnis stehen mir hier. Ich bin jetzt Klempner und kein Einbrecher mehr. Sie müssen nicht mich überzeugen, sondern die Polizei. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass Ihre Frau Ihnen ein Alibi gibt. Ich bin überzeugt davon, dass der wahre Einbrecher ganz bewusst bis aufs i-Tüpfelchen nach Ihrem Muster vorgegangen ist. Wie meinen Sie das? Irgendjemand hat ganz gezielt versucht, die Tat Ihnen in die Schuhe zu schieben. Davon bin ich überzeugt. Ja, das könnte sein. Ja, die Frage ist nur, wer und warum? Haben Sie mit irgendjemandem noch eine Rechnung offen? Sie glauben, da will sich jemand an mir rächen? Das könnte ja sein. Es müsste jemand sein, der bis ins Detail weiß, wie Sie damals bei Ihren Einbrüchen vorgegangen sind. Sascha Bechtold, mit ihm war ich im Gefängnis in einer Zelle zusammen. Wir haben uns gegenseitig erzählt, was für krumme Dinger wir gedreht haben. Und was könnte er gegen Sie haben? Wir haben uns total zerstritten. Er gibt mir die Schuld daran, dass er nicht vorzeitig entlassen wurde. So eine Drogengeschichte. Stehen Sie noch in Kontakt mit ihm? Nee. Also, er wurde jetzt vor ein paar Wochen entlassen. Da hat er mich angerufen und schwach angemacht. Also, ihm könnte ich das zutrauen, dass er mir was in die Schuhe schieben will. Weitere Feinde? Jetzt gehen wir mal der Spur erstmal nach. Haben Sie denn die Nummer von Herrn Bechtold? Ja. Ich kümmere mich und melde mich bei Ihnen. Können Sie auf mich verlassen. Und ich fahre dann nach Hause. Ich habe Annika einiges zu erzählen. Tschüss. Tschüss. Also, es bedarf schon einiges an krimineller Energie, einen Einbruch zu begehen und den dann gezielt einem anderen in die Schuhe zu schieben. Es mag schon sein, dass dieser Sascha Bechtold die Tat begangen hat. Er wusste wohl ganz genau, wie mein Mandant damals bei seinen Einbrüchen vorgegangen ist. Und er hatte allen Grund, sich zu rächen wegen dieser Drogensache im Knast. Taffy stuck, tongue-tied. Stutter shook and uptight. Hey, da bin ich wieder. Hey, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Mist gebaut? Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Du hast Leon den Geburtstag versaut. Er ist jetzt mit meiner Mutter im Zoo zum Trost. Es tut mir wirklich sehr leid. Und? Warst du's? Bist du in das Haus eingestiegen und hast geklaut? Natürlich nicht. Wie kannst du das nur denken? Und wie hast du dann die Reise nach Paris bezahlt? Das habe ich dir doch gesagt. Ich habe das Geld gespart. Außerdem weißt du selbst, dass ich die ganze Nacht zu Hause war. Und das hast du ja der Polizei auch so gesagt. Verdammt, ich weiß, was ich der Polizei gesagt habe. Ich weiß doch gar nicht, ob das noch überhaupt stimmt. Was? Warum denn nicht? Ich war da, die ganze Nacht. Ich habe aber die Nacht nicht bei dir, sondern bei Leon im Bett geschlafen, weil er schlecht geträumt hat. Liebes, ich bin kein Einbrecher. Ich schwöre es. Du kennst mich doch. Das habe ich auch gedacht. Aber du hast mir deine Vergangenheit verschwiegen. Das hättest du sagen müssen. Ich weiß, aber ich hatte Angst, dass du mir keine Chance gibst. Du meinst, ich hätte Leon keinen Knast dir als neuen Vater vorgesetzt? Da hast du wohl recht. Liebes, ich bin ein anderer Mensch geworden. Das schwöre ich dir bei allem, was mir lieb und teuer ist. Ich war das nicht. Und wie kommt die Polizei dann auf dich? Die sind doch auch nicht ganz blöd. Herr Lukas und ich glauben, das war ein ehemaliger Zellengenosse, der mich da reinreiten will, aus Rache. Ich würde dir wirklich gern vertrauen. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann.
Rossner. Ja, Herr Leipold. Wir hatten einen Termin, stimmt. Ja. Ich komme. Ja. Ja, okay. Eigentlich hat das doch Zeit bis morgen. Nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen. So schnell steht die Küche nicht unter Wasser. Ja, dann komme ich gleich vorbei. Mann! Was soll denn das hier schon wieder, ey? Lasst mich doch in Ruhe hier, ey. Herr Bechtold? Ja? Stefan Lukas, wir haben telefoniert. Könnten vielleicht das Ding einfach abschalten? Dankeschön, sehr freundlich. Ich habe ihm doch schon am Telefon gesagt, dass ich keinen Bock habe, über Patrick zu reden. Ich habe Besseres zu tun, als meine Zeit für so einen Arschloch zu verschwenden. Was haben Sie gegen ihn? Er ist der Grund dafür, dass meine Reststrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dadurch ist mir ein super Job durch die Lappen gegangen. Und jetzt kann ich hier für 6,50 Euro die Stunde Autos waschen. Also meines Wissens haben Sie sich das selbst zuzuschreiben. Sie hatten doch im Knast mit Drogen zu tun. Hören Sie mal, im Knast muss man sich seinen Status eben erkämpfen. Haben Sie gewusst, dass gestern Nacht in der Brahmstraße eingebrochen und antiker Schmuck gestohlen wurde? Antiker Schmuck, sagen Sie? Ist doch eigentlich Patricks Spezialität. Er war es aber nicht. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Haben Sie ein Alibi? Sie denken, ich war das? Das hat ihm bestimmt Patrick eingetrichtert. Ich hau ihm auf die Fresse, das können Sie ihm heute schon mal ausrichten. Das werde ich ihm ganz sicher nicht ausrichten. Nur ich sag Ihnen was. Wenn meinem Mandanten irgendwas passiert, dann weiß ich ja, wer es war. Dann gehe ich zur Polizei. Und Sie werden schneller im Knast sein, als Sie gucken können. Das wissen Sie ganz genau. Also, nochmal die Frage. Wo waren Sie denn nun gestern Nacht? Das geht Sie überhaupt nichts an. Wenn Sie das wissen wollen, können Sie doch die Bullen herschicken. Aha. Gerne. Ja, schönen Tag noch. Also, mein Mandant hat das ganz richtig eingeschätzt. Der Bechtold hegt immer noch tiefe Hassgefühle gegen ihn. Und damit hat er ein klares Motiv. Und genau das werde ich jetzt mal der Polizei stecken. Dann kann die das überprüfen. Und ich fahre jetzt zu Herrn Rossner, denn ich möchte ihn dann doch ganz gerne mal für Herrn Bechtold warnen. Denn so wie der eben drauf war, muss man damit rechnen, dass er meinem Mandanten was antun möchte. Hey Patrick, lange nicht gesehen. Lisa, du? Was machst du hier? Hättest wohl nicht gedacht, dass wir uns noch mal sehen, nachdem du mich damals so sitzen gelassen hast. Lisa, du und ich, das war doch eh vorbei. Ach, das war vorbei? Ja, wäre schön gewesen, wenn du mir mal gesagt hättest, dass es so ist und mir nicht einen falschen Entlassungstermin nennst und dann einfach untertauchst. Lisa, das war echt nicht nett von mir. Sorry. Ich habe mich so auf dich gefreut. Und dann muss ich erfahren, dass du schon seit 2 Tagen draußen bist. Ich habe mich gefühlt wie eine totale Idiotin. Das geht gar nicht. Es tut mir leid. Aber das mit uns, das wird nichts mehr. Ach, du denkst, ich will dich zurückhaben? Oh, wow, nein, nein, nein. Ganz falsche Baustelle, nein. Ich möchte eigentlich nur meinen Anteil vom damaligen Einbruch haben. Ich habe nichts mehr. Ach, hör auf. Ich kenne doch die Story, die du den Bullen aufgetischt hast. Von wegen verlorene Beute. Du hast sie immer noch. Nee, ich hab nichts mehr. Ich hab den ganzen Schmuck verramscht und alles ausgegeben. Ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Der Schmuck war mindestens 50.000 Euro wert. Und du wohnst immer noch in diesem Reihenhaus und fährst diese Karre. Nee, du hast die Beute noch. Nee, ich hab sie nicht mehr. Und außerdem steht sie dir überhaupt nicht zu, meine Meinung. Ich bin damals bei dem Einbruch Schmiere gestanden. Im Gegensatz zu dir saß ich im Knast. Hätte ich damals nicht meinen Mund gehalten, dann wärst du auch im Knast. Also sind wir quitt. So leicht lasse ich mich von dir nicht abspeisen. Du hast keine andere Wahl. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Ach, glaubst du, ich kann dich ganz leicht wieder in den Knast bringen. Ich meine, jetzt wo du wieder klaust. Woher weißt du? Du hast den Bruch gemacht. Und du willst ihn mir jetzt in die Schuhe schieben. Ich zeig dich an. Das würde ich an deiner Stelle mal schön bleiben lassen. Alle Indizien deuten auf dich und wenn noch mal so ein Einbruch vorkommt, kassieren dich die Bullen gleich ein. Du Biest!
Und außerdem, du willst doch nicht, dass die Polizei erfährt, dass du die alte Beute immer noch hast. Ich gebe dir einen guten Rat. Ich will meinen Anteil. Ich melde mich bei dir. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich vor diesem Bechtold wirklich in Acht nehmen. Er scheint immer noch eine Stinkwut auf Sie zu haben. Hören Sie mir überhaupt zu? Entschuldigung. Ich soll mich vor Sascha in Acht nehmen. Ja. Sie sind doch ganz woanders. Stimmt irgendwas nicht? Ja, das ist meine Ex. Sie ist so plötzlich aufgetaucht und macht mir Vorwürfe. Ich habe sie, glaube ich, so ziemlich enttäuscht. Bevor ich im Knast war, waren wir 2 Jahre zusammen. Und danach war Schluss. Na gut, aber das ist doch eine ganze Weile jetzt her. Warum macht sie Ihnen jetzt Ärger? Wir hatten lange keinen Kontakt. Aber wir wollen doch jetzt hier nicht über mein früheres Liebesleben reden, oder? Doch, genau darüber will ich mit Ihnen reden. Entschuldigen Sie, Sie sagen, Sie haben Ihre Ex-Freundin enttäuscht. Also könnte es auch sein, dass sie vielleicht versucht, Ihnen den Bruch von letzter Nacht die Schuhe zu schieben, um sich an Ihnen zu rächen. Ach was, Lisa wird sich beruhigen und verschwinden. Ich würde trotzdem ganz gerne mit ihr reden. Sagen Sie mir bitte, wie ich Sie finde. Tut mir leid, ich habe keine Telefonnummer von ihr und auch keine Adresse. Ich weiß gar nicht mal, ob sie hier in der Stadt wohnt. Herr Annike, ist was? Kerstin Borchert und eine andere Nachbarin schneiden mich. Warum denn? Bist du dir sicher, dass du da nicht was falsch verstanden hast? Nein, bestimmt nicht. Die haben auf dem Bürgersteig einen großen Bogen um mich gemacht, dabei aber extra laut gesprochen, so nach dem Motto, wie kann man nur mit einem Verbrecher verheiratet sein? Mann, das tut mir so leid. Aber woher wissen die von der ganzen Sache? Die Borchert hat gesehen, wie du in den Streifenwagen gestiegen bist. Dann hat sie sich den Rest wohl zusammengereimt. Was, wenn ich mich kurz vorstellen darf, Stefan Lukas, wir haben schon telefoniert. Ich bin Anwalt Ihres Mannes. Also wenn diese Frau Ihnen weiter Ärger macht, dann können Sie auch rechtliche Schritte einleiten. Das wissen Sie. Ich würde Ihnen dabei gerne helfen. Das macht es jetzt aber auch nicht ungeschehen. Es tut mir so leid. Ich wünschte, du müsstest das nicht durchmachen. Also irgendwie war das Gespräch mit Herrn Rossner gerade komisch. Erst hört er mir nicht richtig zu, dann erzählt er mir von seiner Ex-Freundin und den Problemen, die er mit ihr hat. Und dann will ich darauf eingehen und dann stoppt er mich sofort und schließt sie ohne Wenn und Aber als potenzielle Täterin aus. Dabei hätte sie genauso ein Motiv, sich an ihm zu rächen, wie sein ehemaliger Zellenkollege. Und ihm muss doch daran gelegen sein, dass wir klären, wer der Täter ist, damit er in diesem Verfahren entlastet werden kann. Also er soll das Ganze mal überschlafen und ich nehme die Ex-Freundin unter die Lupe. Rossner? Ich bin's. Lisa, woher hast du die Nummer? Das ist doch egal. Du hast wohl Angst, dass deine süße Annika von mir erfährt. Woher kennst du den Namen meiner Frau? Das lässt sich doch alles ganz leicht rausfinden. Schon komisch, dass du jetzt einen auf Vater, Mutter, Kind machst. Was willst du? Mein Anteil. Was sonst? Rück ihn raus. Ich hab dir doch gesagt, ich hab nichts mehr. Kapier das doch! Lisa? Lisa? Hey! Hey, wer war das? Hey, na kleiner Mann, warum bist du denn schon zurück? Ich dachte, du willst mit Timo spielen. Nein, Timo darf nicht mit mir spielen. Timos Mama hat nämlich gesagt, sie will das nicht, weil du ein Verbrecher bist. Stimmt das? Natürlich nicht. Da hat sie sich vertan. Aber hey, willst du nicht in deinem Zimmer spielen? Wenn du willst, kannst du später meinen Laptop haben. Jetzt muss Leon darunter leiden, dass du im Knast warst. Ich könnte heulen. Er hatte sich so darauf gefreut, mit Timo zu spielen. Unsere Nachbarn drehen langsam völlig durch. Schau mal hier. Dieser Zettel ist gerade mit einem Stein durchs Fenster geflogen. Dieser Stein hätte Leon treffen können. Das haben wir dieser Borchert zu verdanken. Aber die knöpfe ich mir jetzt vor. Ey, das bringt doch jetzt nichts mehr. Das ist einfach eine vertrocknete Ziege, die es nicht verkraftet hat, dass sie keine Kinder hat. Und deshalb macht sie anderen das Leben schwer. Das soll sie ihrem Psychiater erzählen. Aber uns soll sie generell in Ruhe lassen. Wenn nicht, mache ich sie fertig. Hey!
Herr Lukas, wir brauchen Ihre Hilfe. Können Sie bitte herkommen, sofort? Sie sind schon unterwegs? Wunderbar.